Lange habe ich den Test zu diesem Spiel vor mich hergeschoben und das hatte einen bestimmten Grund, den Vorgänger. Mit dem wurde ich nämlich nie so wirklich warm und auf dem ersten Blick hat sich beim Nachfolger zumindest technisch nicht viel getan. Als ich den noch einmal reingespielt habe, war ich jedoch positiv überrascht. Also, höchste Zeit mal für eine genaue Betrachtung. Was taugt Adventure Island 2 für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Hudson entwickelt und auch 1993 weltweit veröffentlicht. Kleiner Funfact am Rande, hier in Europa gab es auch eine spezielle französische und italienische Version mit entsprechend übersetzten Texten. Warum ausgerechnet wir in Deutschland jetzt keine bekommen haben, da ist schon etwas seltsam. Wenn ihr schon ein Adventure Island Spiel gespielt habt, erwartet euch in diesem Ableger jetzt keine große Überraschung. Wieder mal steuert ihr in diesem Plattformer den guten alten Higgins auf seiner Reise durch verschiedene Inselwelten. Jeder gute Plattformer macht ja immer etwas anders und das ist hier natürlich auch so. Die Besonderheit ist Higgins und sein Riesenhunger. Der Gute scheint nämlich einen super Stoffwechsel zu haben und braucht ständig Nachschub. Das sieht er dann immer an dem Balken, der sich automatisch leert. Wenn dieser leer ist, wisst ihr wahrscheinlich schon, welches Schicksal euch jetzt dann erwartet. Zum Glück gibt es in den einzelnen Leveln aber immer viel Früchte und Co. und diese füllen dann den Balken immer wieder auf. Ihr müsst also theoretisch immer in Bewegung bleiben, damit ihr immer genug Nachschub bekommt. Warum nur theoretisch? Ganz abgehetzt müsst ihr nicht durch die Level gehen, da der Hungermeter relativ langsam abnimmt. Also, das ist eine der Kernmechaniken. Wie sieht es mit dem Rest aus? Hier wird euch gute Standardkost geboten, die hier und da etwas abgewandelt ist. Gegner bekämpft ihr mit Waffen. Draufspringen oder ähnliches geht dabei leider nicht. Ihr bekommt aber genug Waffen wie Wurfäxte und Co. Die findet ihr übrigens in den Eiern, die überall verteilt sind. Und da drin sind als Upgrade auch eine der Neuerungen zu finden, eure Reittiere. Und die sind nicht nur einfach Pferde oder so, nein, das sind feuerspeiende Echsen und so weiter. Also ähnlich wie in Kirbys zweiten Gameboy-Einsatz erweitert ihr euer Spektrum an Land durch bessere Angriffe oder auch im Wasser mit einem Nessie-ähnlichen Wesen, mit der ihr besser tauchen könnt oder auch in der Luft mit einem Flugsaurier. Hier ist also so einiges dabei. Und das Beste bei den Upgrades, wenn ihr etwas zu viel einsammelt, ist das nicht weg, sondern ihr könnt die beim nächsten Levelstart als Ausrüstung mit auswählen. Wenn ihr also sterbt, müsst ihr also nicht wieder nackt neu starten. Darüber hinaus sind die Welt und Level auch sehr abwechslungsreich gestaltet, wiederholen sich später aber immer wieder. In der ersten Welt war ich zuerst sehr überrascht, dass jedes Level sein eigenes Thema hatte, jedoch habe ich später bemerkt, dass sich diese Themen dann sich in den verschiedenen Welten einfach wiederholen. Aber das ist jetzt nicht weiter schlimm. Am Ende jeder Welt erwartet euch natürlich klassisch ein Boss und es gibt ein Passwortsystem. Praktisch und lange nicht selbstverständlich zu der Zeit. Auf der technischen Seite steht das Spiel solide da, ohne aber große Sprünge im Vergleich zum Vorgänger gemacht zu haben. Die Grafik ist recht einfach gestaltet, läuft dabei aber gut auf dem System. Die Musik ist auch irgendwie da, aber ist jetzt auch nichts Besonderes. Beides also funktional, aber nicht störend und das ist ja die Hauptsache. Was taugt Adventure Island 2 für den Game Boy also heute noch? Ganz ehrlich, am Anfang war ich wie erwähnt skeptisch. Ich wurde mit der Serie irgendwie nie warm und auf den ersten Blick hatte sich im Vergleich zum Vorgänger nicht wirklich was getan. Ich wurde allerdings schnell eines Besseren belehrt und in das Spiel relativ schnell reingezogen. Die verschiedenen Tiere machen einfach nur Spaß und es wurde überall etwas optimiert. Es gehört auf jeden Fall zu den besseren Plattformern auf dem System. Klare Empfehlung von mir aus. Das war Test zu Adventure Island 2 für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastische Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.